Ja, ich komme gerade vom unterirdischen Hafen zurück, denn da, meine lieben Freunde, gab es eine Handbuchseite zu entdecken, die Bestandteil einer Aufgabe war vom Professor Weasley. Es geht darum, dass wir einen neuen Zauber lernen. Und Moment, was war das? Rebellion. Einen neuen Zauber lernen. Und als nächstes fehlen noch diese Seiten. Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Und da gehen wir jetzt natürlich hin. Mal schauen, was uns da erwartet. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Ja, die magische Spur hilft uns ja Gott sei Dank weiter. Da sehen wir gleich, wo wir hin müssen. Einmal das Treppchen hoch. Schauen wir mal, wo die Seiten sind. Revelio. Das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Oh. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Schnitzer, Schnatzer, Schlangenvogel. Der goldene Schnatzer. Richtig. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Das ist doch dieser Felix da. Genau. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Das sind die Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Quaffel. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Also unsere liebe Hermine, die war ja mal so eine halbe Katze, ne? Also ein Katzenhaar genommen hat, aber sie war keine Katze. Deswegen sage ich falsch. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Revelio. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Oh ja. Oh, da haben wir noch einen Spiegel. Lumos. Das scheint auf jeden Fall in der Bücherei zu sein. Ein Zauberer, der Psst macht.
ja nicht so weit weg sein, oder? Mal gucken, wo ein Gemälde an der Wand hängt. Oh, da meine Flattermann schon. Das Gemälde habe ich noch nicht entdeckt, aber da ist er ja. Der hält ja gar nicht die Hand vor den Mund. Naja, egal. So. Wo habe ich denn jetzt den Spiegel entdeckt? Da hinten. Und husch! Ach, 39 von 50. Fehlt ja doch noch einiges. Gut, na gut, na gut. Revelio. Da. Erfahren wir sogar, wer das ist. Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Das ist aber nicht so freundlich. Revelio! Okay. Wieder das Treppchen hinunter. Da ist noch ein Flohbrunnen, den wir nicht entdeckt haben. Oder? Gibt's doch gar nicht, aber... Das ist doch schon ewig her, dass wir hier mal waren. Und zwar mit Sebastian hier lang geschlichen sind. Und Peeves uns leider erwischt hat. So. Ja, ich sehe schwer. Ich komme schwer zur falschen Zeit an. Immer das Gleiche. Okay, die Karte. Und los geht's. Bitte. Ruhe, bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Ja, ja. Dann mal los. Oh. Behauen. Egal. Wundervoll gemacht. Ja, sehr schön. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Danke, danke. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, hervorragend genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Dieg sagt, dass Sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Ein so seltenes Tier zu schützen, ist eine Leistung, auf die Sie sehr stolz sein können. Vielen Dank, Professor.
Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr Besuch in den Küchen und auf dem Hogsmeade-Friedhof mit Nick, um einen Geist wegen Informationen zu bestechen, irgendwie mit Professor Fig zu tun? Ich sag mal ja. Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Gott sei Dank. So, wir statten natürlich jetzt mal diesen Verwandlungszauber aus. Ich muss mal gucken, wo. Ich glaube, dann nehmen wir mal das da. Bam, 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 bam. Und dann... Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Und zack. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Koboldogak. Oh, der hat einen ganz schön langen Cooldown, dieser Verwandlungszauber. Aber na gut. Fällt mir ein, da habe ich auch noch einen Talentpunkt, den ich unbedingt darauf anwenden wollte. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Das ist der hier. Treffe mit dem Verwandlungszauber. Verwandeln Gegner in explosive Objekte. Das finde ich cool. Kann man nicht gleich das Objekt auf den nächsten drauf werfen. So, okay. Oh, was haben wir denn hier noch für einen Auftrag? Hallo, Nelly Oxpire. Was gibt's denn? Hallo, Nelly. Du scheinst dich über etwas zu freuen. Die daedalischen Schlüssel sind wieder da. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Neugierig ist er. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Na gut, wir gucken uns das an. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber das ist ja hier immer so. Der Astronomieturm. Dann fliegen wir doch da mal hin. Zack. Zum Glück gibt es die Schnellreise. Liegende Schlüssel. Revelio. Hier fliegt nix. Ja, hier ist ein Schrank. Da ist ein Schrank. Wo ist der Schlüssel? Hm.
der fliegende Schlüssel? Revelio. Ach, die will auch wieder mit mir sprechen. Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Ah, schon gut. Verzeihung, Professor. Vielleicht später. Wie Sie meinen. Ein fliegender Schlüssel. Okay, wir gehen hier mal die Treppe hoch. Brauche ich dann bestimmt Achiofloh, ein idealischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Okay, ich muss ihm einfach nur folgen, oder was? Wo ist er denn jetzt hin? Der Treppchen runter, oder was? Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie der weg war. Und? Ich höre ihn. Revelio. Wo ist er denn? Hä? Ach, vom Schrank. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Schlagen. Patsch. Ach so, ich muss ihn ins Loch schlagen. Okay. Witzig, witzig. Hm. Na komm schon. Das ist ja was. Na, das war nichts. Verdammt. Steuern kann ich ihn aber nicht. Alter. Das ist ja voll schwer. Das ist viel zu schnell. Ey, ich soll den echt draufschlagen, wenn der da so rüberfliegt? Das wird doch nie was. Großartig. Ah, jetzt hab ich's. Oh. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Das Geschicklichkeitsspiel hier. Erst muss ich ein Quiz lösen. Jetzt so ein Geschicklichkeitsspiel. Ich glaube, wir müssen uns noch irgendwas. Wir müssen noch irgendwas Aufregendes unternehmen. Bisschen. Was für Erstklässler, oder? Und zack. Ich verbringe sonnige Nacht. Hallo, kannst du mir helfen? Ach nee. Du fragst mich jedes Mal, wenn ich da lang gehe. Hilf dir selbst. So. Das ist ja wieder ein Weg hier. Ah, ah, oh. Oi. Oh Gott. Drehwurm. Sodele. Reise. Revelio. Da ist noch was. Klingelt doch was. Ich höre es klingeln, weiß aber nicht wo. Das gibt es doch gar nicht. Komm her, wir gehen erstmal zu Nelly. Ich komme schon wieder vom Hundertsten aufs Tausendste. Konntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Gryffindor-Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet unsere Haustruhe. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in unserem Gemeinschaftsraum gesehen und in den anderen gibt es sie wohl auch. Such danach. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein.
Ich sollte das erledigen und die Gryffindor-Haustruhe finden. Ich glaube, das ist ein Einkaufswagen-Chip gewesen. Revelio. Aber das nur so am Rande. Da ist noch eine Handbuchseite. Lass mich durch. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Eine Teetasse mit einem Rattenschwanz. Hier haben wir noch ein Schloss. Hallo, Gefühl, hier ist nur noch Schlunz in den Truhen. Sehr geehrte Frau Professor Weasley, vielen Dank für Ihre Eule. Es freut mich sehr zu hören, dass unter den neuen Siebtklässlern eine Reihe von Schülern ist, die sich für eine Karriere im Ministerium interessieren und auch dafür geeignet sein könnten. Natürlich werden Ihre ZAGs Letzteres bestätigen, aber ebenso wertvoll für unsere Einstellungsprozesse ist Ihre Meinung. Aufgrund Ihrer Erfahrung mit uns verfügen Sie über eine einzigartige Perspektive und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf weitere Einzelheiten im weiteren Verlauf des Schuljahres. Mit freundlichen Grüßen, Ferris Borwin, Zaubereiminister London. Ah ja. Ach, ich habe da nur mal kurz geguckt. Ein Grund zur Beunruhigung. Ein Sonnenhut aus Stroh. So, lege die Hausmarke in deine Haustruhe. Das machen wir. Dann nehmen wir nochmal eine Schnellreise in den Gryffindor-Turm. Das war doch... Wo ist denn unser... Unser Unterrichtsraum. Ich meine, unser Gemeinschaftsraum. Flix, ich weiß das nicht. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Okay, da ist er. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die Truhe finden. Kann ja so schwer nicht sein, denke ich. Da ist es schon. Das ist meine Haustruhe. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Ach du Schande. Ist nicht euer Ernst, oder? 16 Marken? Alter, was ist denn das für eine Aufgabe? Naja, mal gucken, wenn uns so ein Schlüssel begegnet, ist gut, und wenn nicht, dann nicht. So, dann gehen wir mal durch das Porträt der alten Dame. Haben wir schon lange nicht gesehen. Der fetten Dame, Entschuldigung. Alt oder fett, ist beides nicht nett. So, und damit wir jetzt noch was Spannendes machen, suchen wir uns jetzt hier nochmal... einen anderen Auftrag aus. Triff Sebastian beim Aussichtspunkt. Sprich mit Amit. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Triff Sebastian beim Aussichtspunkt. Na, was denn nun? Nettie vor dem Wahrsagenklassenraum. Und Poppy in den drei Besen. Ja, die... Dabei sind wir zwar in der letzten Folge stehen geblieben. Das können wir zum Schluss uns nochmal angucken. Weil das Rezept habe ich nämlich noch gekauft. Okay, wir machen nochmal hier. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Dann... Mal, ich glaube hier.
Schnellreise. Punkt. Kann man auch mal ein bisschen schlecht erkennen, finde ich. Und Navi an. Schauen wir mal. Also ohne diese Hilfestellung würde ich hier immer noch rumrennen wie Falschgeld. Das ist einfach zu groß, das Schloss. So, da sind wir in der Krypta. Simsalabim. Hallo Sebastian. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Erzähl mal. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Wir müssen es ihm sagen. Durch ihn haben wir das Buch gefunden und er sollte wissen, was du erfahren hast. Du weißt, wie sehr er die dunklen Künste fürchtet. Ich sag es ihm, sobald ich das Relikt gefunden habe. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Na, gut, dass wir uns für die Antwort entschieden haben mit der Wahrheit. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß zu schätzen, dass du mich einweihen wolltest. Aber die Suche nach dem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Er würde sich freuen. Das ist doch erfreulich. So. Raus aus der Krypta. Zack, da sind wir wieder.
Tja, dann könnten wir uns doch jetzt eigentlich mit Sebastian noch auf dem Aussichtsturm treffen. Okay. Ah, das ist natürlich ganz schön weit weg. Ich glaube, das heben wir uns doch für die nächste Mission auf. Aber wir gehen nochmal in den Raum der Wünsche. Und jetzt wollen wir noch wenigstens rausfinden, wie wir das mit der Tierzucht hinkriegen. Ich brauche die Karte von Hogwarts. Geheime Räume, Raum der Wünsche. So. Ach, hier können wir schon wieder sammeln. Wenigstens den Kaukohl. Auch schon wieder voll. Alles voll. Überall eine 12. Na gut. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deke, wenn sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Oh. Da haben wir wohl neuen Platz dazu gewonnen. Sie staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Okay, okay. Ich muss aber erstmal die Testrale aus dem anderen Gehege holen. Die sind nämlich hier oben drin. Dann schmeißen wir die mal eben ins Gepäck. So, das geht ja ganz einfach. Wir brauchen ein Männchen und ein Weibchen. Das ist ein Weibchen. Wie kann ich das jetzt wieder reinpacken zum Inventar? Jetzt ist alles gut. So, hier, komm her. Noch ein Weibchen, noch ein Männchen. Viel hilft viel, dann können wir ja hier vielleicht noch die Katzen rauslassen. Die Kniesel. Okay. Und dann gehen wir mit unseren Testralen in den anderen Raum. So. Und mal schauen. Auch schön. So, Zuchtgehege. Das finden wir wo? Gegenstände für draußen. Jetzt habe ich keinen Gegenstand, ne? Tierwesen, Gegenstände. Zuchtgehege. Na, das ist doch mal ein tolles Ding. Packen wir mal hier so ein bisschen zur Seite, wollte ich gerade sagen. So. Ah. Platz verschwenden hier. Und zack. So. Jetzt gehen wir erstmal hier aus diesem Baumenü raus. Interagieren. Hier gibt es keine Tierwesen. Lasse Tierwesen frei, um sie zu züchten. Tierwesen können im Hochland gerettet werden. Ja, das machen wir. 1, 2, 3, 4. Zwei Männchen, zwei Weibchen. Das passt doch. Jetzt geht's aber ab hier.
So, dann. Du kannst Nachkommen jeder Art züchten, von der du ein Männchen und ein Weibchen aktiv im Tiergehege hast. Züchten. Um weitere Tierwesen zu züchten, musst du ein weiteres Zuchtgehege beschwören oder warten, bis das Tierwesen Nachwuchs geboren hat. Jetzt kann ich hier noch so ein zweites Gehege hinsetzen. Dann. Und zack. Machen die beiden anderen Testrale hier auch nochmal eine wilde Party. Flop. Wie viel kann ich denn von diesen Zuchtgehegen hinsetzen? Verbleibende Brutzeit. So eine Futterstation. Oh, Entschuldigung. War ein Versehen. So, nochmal eine Futterstation hier hinschmeißen. Gehen. Anne, geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Also, die Bestien haben wir jetzt hier. Eine Mission nach der nächsten, wa? Okay. Ich würde sagen, soweit, so gut. Wir lassen die hier mal machen. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal erweitern. Aber nicht mehr in dieser Folge, liebe Freunde. Und damit, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen oder einen Kommentar da. Und ich wäre euch dankbar, wenn wir uns mit Sebastian treffen, auch wieder mit dabei wärt. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ciao und adios.